Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich begrüße euch aus dem Finanzcenter in Ahrensburg. Thema des heutigen Videos: Warum finanzieren Banken ungern kleine Wohnungen, also Wohnungen, die kleiner sind als 50 bzw. 40 Quadratmeter? Die Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur und leuchten auch nicht jeden Investor immer ein. Gerade im Hinblick darauf, dass es hier häufig so ist, dass bei sehr kleinen Wohnungen die Mietrendite in manchen Regionen, es kommt natürlich auch immer darauf an, welcher Wohnraum in welcher Region gerade gefragt ist, aber es ist halt häufig so, dass bei kleinen Wohnungen eigentlich das Verhältnis Miete zu Kaufpreis besser ist für den Investor als jetzt bei größeren Wohnungen. Warum ist das so? Warum tun Banken das? Also zum einen ist es natürlich, dass Wohnungen, die klein sind, meistens im Kaufpreis auch kleiner sind als eine große Wohnung, leuchtet jeden ein. Nun ist es für eine Bank so, dass 2% Zinsen auf 500.000 Euro halt 10.000 Euro im Jahr sind und 2% Zinsen auf 50.000 Euro nur 1.000 Euro im Jahr sind. Das heißt, die Bank verdient, aber die Arbeit, die die Bank damit hat, jetzt einen Kunden akquirieren, Beratung, Vertrieb, alles Mögliche, Kreditprüfung, Kreditverwaltung sind ja genauso hoch. Und wenn ich für die gleiche Arbeit 10.000 oder 1.000 Euro verdienen kann, dann leuchtet es ja wahrscheinlich auch jeden von euch ein oder kann jeder fragen, was er lieber tun würde. Deswegen, um den Kostenblock, der verteilt sich dann halt bei kleinen Krediten häufig anders, also sind kleine Kredite häufig größere als jetzt so mit mittleren sechsstelligen Beträgen oder es wird halt gar nicht angeboten. Das zweite ist, dass jetzt in kleinen Wohnungen, das kann man jetzt drüber denken, wie man will, aber das ist halt auch sowas, was in Banken hinter vorgehaltener Hand besprochen wird. Möglicherweise geht jemand, der nur in der Lage ist, 300 Euro im Monat aufzubringen für die Mieter, weniger sorgsam mit dem gemieteten Eigentum, mit dem Eigentum anderer Leute, als jemand, der 2.000 Euro im Monat Miete zahlen kann. Ganz häufig ist es aber auch so, dass, das meine ich jetzt auch völlig wertungsfrei, in kleinen Wohnungen, ich beispielsweise, ich lebe ja selber mit meiner Freundin in einer 2,5-Zimmer-Wohnung, suchen jetzt gerade auch eine größere. In kleinen Wohnungen ist es halt so, dass da häufig Leute wohnen, entweder junge Leute oder Studenten, jemand, der sich nach einer Scheidung neu sortieren muss, sowas, also halt Leute, die öfter, die dann auch vielleicht nicht ganz so lange in der Wohnung bleiben, mal häufiger ausziehen, kann natürlich einerseits sehr gut sein, wenn ich häufig einen Mieterwechsel habe, gerade in einer guten Lage, weil ich dann jeweils eine neue Vermietung auf zum aktuellen Marktniveau vornehmen kann, was ja sonst ein bisschen schwierig ist. Oder aber es ist natürlich auch so, dass jemand, der nicht lange bleibt, der achtet da nicht so drauf oder einfach häufiges Ein- und Ausziehen, dass dann natürlich eine Abnutzung einer Wohnung mitunter auch ein bisschen höher ist. Und der dritte Punkt, das ist halt das Thema, wo man hinterfragen muss. Klar, wenn ich jetzt vielleicht für eine kleine Einzimmerwohnung pro Quadratmeter 1 Euro oder 1,50 € mehr kriege als eine 2- oder 3-Zimmerwohnung, ist ja erstmal super. Aber ob sich es unterm Strich, und da machen Banken ja halt auch ihre Erfahrungen, also Banken machen ja das Kreditgeschäft nicht erst seit gestern, ob es sich renditemäßig wirklich so viel besser rechnet, sei auch mal dahingestellt, weil es ja einfach so ist, klar, ich kriege bei einer Kleinwohnung ein bisschen mehr Miete, aber andererseits jetzt eine neue Küche oder ein neues Badezimmer beispielsweise einzubauen, also ein Badezimmer oder eine Küche in einer 30 Quadratmeter Wohnung ist halt nicht so viel günstiger als in einer 60 Quadratmeter Wohnung. Aber die absolute Miete, auch wenn sie pro Quadratmeter besser ist, ist die absolute Miete in einer 30 Quadratmeter Wohnung, wenn die ich eine Küche für 3.000 Euro oder ein Badezimmer für 5.000 eingebaut habe, ist natürlich wesentlich geringer als die absolute Miete, die ich dann vielleicht auch zusätzlich erzielen kann in einer 60 Quadratmeter Wohnung. Deswegen Renditekalkulationen sind halt auch immer Kalkulationen, wo man verschiedene Faktoren berücksichtigen kann und man kann sich damit halt auch mal nicht alles einbeziehen oder man kann sich halt irren. Und so diese Summe dieser Gründe führt halt dazu, dass Banken bei Wohnungen, die weniger als 40 oder weniger als 50 Quadratmeter groß sind, ich sage nicht, dass das unmöglich ist, gerade in sehr guten Lagen machen das Banken auch mal ganz gerne, weil ihnen die Pros natürlich einleuchten.
Aber so ab mittelguter Lage abwärts hat man dann häufig mit solchen kleinen Wohnungen häufig Schwierigkeiten, da zeitnah eine adäquate Finanzierung in der Bank zu erhalten. Etwas ausführlicher das beschrieben, als wie ich es jetzt beschrieben habe, hat mein Kollege Norm Bartoli in seinem Buch. Das Buch werde ich euch unter dem Video verlinken und ich danke euch fürs Zuhören. Ciao!